Also jetzt laufen wir mal hier so ganz unauffällig hier an der Straße entlang. Kommt natürlich eine Menge Autos jetzt. Natürlich nicht so geil. Und aber da ist kaputt. Geh mal rein, Leute. Jetzt zack, zack, zack. Von der Straße, dass man uns nicht sieht. Hier haben wir noch ein altes Auto. Ein Renault. Das alte Radio hier noch. Was ist das hier oben drauf? Irgend so ein Pulver oder sowas. Jetzt gehen wir wieder los. Wir kriegen so hoch. Der Wisch, wir müssen jetzt ganz schnell weg. Jetzt schnell raus hier. Jetzt sind wir jetzt schon drin. Moment. So, wir sind jetzt auf dem Grundstück. Schnell hier weg von der Straße, dass man uns nicht sieht. Und dann einmal rein hier. Leute, hier ist abgeschlossen. Gehen wir einmal hinten gucken. Also, das ist schon komplett hier alles zugewachsen. Der Sven hat einen Eingang gefunden, eine offene Tür. Gehen wir mal rein hier, Leute. Und ich sehe schon ein Auto. Ja, Leute. So, Leute, wir sind jetzt hier in so ein Schuppen drin. Ja, und da geht eine Leiter nach oben auf den Dachboden. So, Leute. Guckt euch das an. Hier waren schon andere Airbagser auf jeden Fall. Ist nämlich alles beschmiert hier schon. Was ist das denn für ein Fabrikat? Ein Renault. Leute, seht ihr das Auto? Ist eigentlich noch richtig gut in Schuss. Ja genau, Renault. Aber ein richtig alter Renault. Leute, guckt euch das an. Ist schon echt cool, ne? Wenn man so sieht, das ist die Garage hier. Hier haben sie noch eine Couch hingestellt. Wahrscheinlich, wenn sie mal an dem Auto rumgeschraubt haben oder sowas, ne? Dass man dann auch hier sich hinsetzen konnte, vielleicht ein Bierchen trinken konnte. Mal gucken wir mal jetzt hier, Leute. Die Tür ist hier auf. Ja, der sieht noch ganz schön gut aus. Nehmen, ne? Guck mal, 88.000 Kilometer hat der erst weg. Das ist ja eigentlich gar nichts. Ne? Das alte Radio hier noch. Schlüssel hängt natürlich nicht mehr hier. Ja, Leute, schon cool. Ja, Leute, was das hier oben drauf ist, das kann ich euch nicht sagen. Ne? Irgend so ein Pulver oder sowas. Ja. Haben wir auch noch so einen Schrank, jede Menge an irgendwelchen Behältern hier, wahrscheinlich Öle, Lacke oder sowas, um einen Gartenzaun zu streichen. Ne? Haben wir hier noch so einen alten Zementsack, auch wieder irgendwie eine Farbe, hier noch eine Feder irgendwie. Na Leute, guckt euch das an, Schrauben, wie so ein kleiner Feuerlöscher ist das. Gut. Ja, das wäre die Garage, ne? Jetzt müssen wir mal gucken, ob wir noch ins Wohnhaus reinkommen, Leute. So, Leute, jetzt wollen wir mal gucken, hier oben den Dachboden, ob wir da noch hochkommen. Ich gehe ja mal gucken. Ja, da ist nur Heu und noch eine Leiter steht da, also nichts Interessantes. Ja, haben wir hier noch einen alten Rasenmäher, sehe ich hier gerade, ne? Oh Leute, jetzt gehen wir mal raus wieder. Mal raus. Vorsichtig natürlich wegen den Nachbarn, ne? Wir gucken, ob mal jemand da ist. Hallo?
Ist hier jemand? Ja Leute, jetzt sind wir hier im Wohnhaus. Und was ich natürlich jetzt direkt sehe hier auf dem Tisch, das ist die Küche hier, ne? Haben wir hier noch so Kästen. Das wird wahrscheinlich irgendwie Bier oder sowas gewesen sein. Und ganz alte Fanta-Flaschen, Leute. Guckt euch das mal an, richtig cool. Haben wir hier noch ein altes Radio, ne? Ein kleiner Haken, wo man die Jacke aufheben konnte. Und damit das, denke ich mal, der Wohnbereich sein könnte. Boah, Leute, zieht euch das rein. Das riecht hier noch richtig nach Kamin, ne? Leute, guckt euch das an. Hier, der Wohnbereich, der Kronleuchter hängt hier noch. Na, hier, der Tisch. Hier sind sogar noch Tabletten und alles. Ne? Hier die Couch. Die löst sich schon auf. Ne? Hier hängen sogar noch Jacken und so eine Tasche, wahrscheinlich für den Sport oder was. Ne? Hier auch noch die Blume zum Sideboard. Dann haben wir hier noch so einen alten Ausweis, ist das ein Passport, genau. Ein Pass von dem Mann, der hier mal gewohnt hat. Na Leute, hier auch noch so ein Bild, ne? Maria oder was ist das? Die alte Vase hier. Ja, ist richtig cool. Leute, da oben, da hing mal ein Kreuz. Das ist weg, das sieht man. Jetzt gucken wir mal hier. Ist wahrscheinlich der Speisebereich. Hier, ne? Hier auch noch so ein Schrank, wo wahrscheinlich mal Geschirr und sowas drin gelagert hat. Haben wir hier auch noch mal einen Tisch. Und hier war auch noch mal ein Kamin oder sowas. Ja, hier auch das Kreuz. Ein schönes Bild. Ja, das denke ich mal ist ein privates Bild. Vielleicht von einer. Irgendwie so eine Feier oder sowas, ne, Leute. Das ist schon echt interessant. Wirklich hier auch das ganze Geschirr noch drin, ne, Leute. Das ist schon cool. Ja, die Leute, die waren auf jeden Fall tierfreundlich, ne. Guck mal, hier haben sie so einen Hund. Hier ein Katzenbilder und sowas. Schon cool. Ja. Das ist jetzt der Flur hier. Genau, Leute, hier ist der Haupteingang. Ja, hier ist alles zugestellt. So. Jetzt gehen wir mal nach oben. Ja, Leute, guckt euch das mal an. Hier der Treppenaufgang. Auch so ein Teppich hier rüber. Und hier stehen die ganzen Schuhe noch. Aber jetzt gehen wir mal leise nach oben. Ne? Gehen wir erstmal jetzt hier in den Schlafbereich rein. Das ist das Schlafzimmer. Ja, Leute, guckt euch das Bett an, ne? Als wirklich hätte die Dame oder der Herr das einfach wieder so gemacht, dass er sich heute Abend wieder hinlegen kann, ne? Hier stehen sogar noch die Sandalen. Ne? Leute, guckt euch das an. Da hängt noch die Jacke mit Schuhe. Ja, es müssten hier echt auf jeden Fall alte Leute gewesen sein. Weil hier der Toilettenstuhl, ne? Dass man da sein Geschäft gemacht hat halt, ne? Weil man nicht mehr so konnte. Hier noch ein alter Spiegel. Hier auch so Kamin-Animation, ne? Ist schon cool, Leute. Okay, Leute, raus aus dem Raum jetzt. Gucken wir uns den nächsten an. Hier natürlich aufpassen, die Straße wieder mit dem Nachbarwohnhaus. Wow, Leute, da ist die ganze Decke eingestürzt, ne? Seht ihr das? Hier haben wir auch noch so ein Bett, das ist etwas höher. Und hier auch ein altes Radio, die Uhr ist sogar stehen geblieben bei 2.33 Uhr. Ja. Haben wir ja auch wieder, das müsste irgendwie so Seife oder sowas sein, ne? Hier noch eine alte Zigarette. Eine Bierflasche, der Spiegel hier, ne?
und auch irgendwie Strumpfhosen oder Tischdecken und sowas ist das, ne? Ja, Leute. Okay, Leute. Jetzt gucken wir mal weiter hier, was wir hier noch haben. Ja, der Raum ist natürlich echt dunkel jetzt. Ich sehe hier gar nichts. So, hier geht mal vor. Ja, Leute. Hier noch ein Schlafzimmer. Wow. Hier ist alles voller Waschmittel. Alles voll, Leute. Guckt euch das mal an hier. Dash, Omo, Silan, ne? Persil. Aber richtig alt, Leute. Wahnsinn, ne? Hier haben wir auch noch irgendwie... Was könnte das sein? Likör ist das, genau. Uralter Likör, ne? Und hier auch noch der Jesus mit dem Spiegel hier. Die ganzen Bilder, Leute, guckt euch das an. Wahnsinn. Wahnsinn. Hier haben wir auch noch einige Bilder. Der Schrank hier ein bisschen durchwühlt. Und das Bett hier, Leute. Wahnsinn. Zieht euch das rein. Ehrlich, sowas habe ich noch nie gesehen. Ja, Leute, also hier in Belgien müssen echt gläubische Leute gewohnt haben, ne? Das waren natürlich auch ältere Leute, aber die haben halt wirklich noch stark an den Gott geglaubt, ne? Ich denke, heutzutage ist das nicht mehr so. Jetzt gehen wir noch mal eine Etage hoch hier. Die anderen gucken schon da, ob wir da noch irgendwas Interessantes ist. Ja, hier haben wir noch so einen Stuhl. Da ist noch so ein altes Bügeleisen mit so einer Persilpackung drauf, ne? Aber Leute, hier aufpassen natürlich die Nachbarn. Na Leute, wir gucken jetzt mal, dass wir hier raufkommen. Ja, Dachboden ist natürlich immer ein bisschen gefährlich, ne? Ja, Leute, wie ihr seht hier, ne? Dachboden hier eine Antenne halt für Fernsehen und Radio, ne? Aber ich denke mal, der ist jetzt nicht so interessant, ne? Hier haben sie ja wahrscheinlich die Wische aufgehangen und alles. Aber hier ist nichts Interessantes. Hier noch so ein kleiner Raum. Ich weiß nicht, was da ist. Mal gucken. Ja, Leute, hier auf jeden Fall noch, ne? Und auch wieder Persil. So, hier das ganze Persil hier noch. Die haben hier wirklich ohne Ende Waschmittel gelagert, ne? Na gut, Leute, dann gehen wir jetzt mal wieder runter hier. Wenn wir aufpassen wegen der Nachbarn. Sehr viel noch vorhanden. So, jetzt gucken wir mal noch, ob wir noch in den Keller kommen oder ob wir noch vielleicht einen Raum noch nicht gesehen haben. Badezimmer haben wir noch nicht gesehen. Genau, stimmt. Das Badezimmer fehlt noch. Also hier oben in der Etage war kein Badezimmer, dann müsste das unten sein, ne? Wie gesagt, jetzt suchen wir noch das Badezimmer, aber wo ist das? Wo ist das Badezimmer? Hier waren wir nämlich über schon. Jetzt gehen wir noch mal unten in den Keller rein. Guck mal eben, wie es mit den Nachbarn ist. Ist aber alles okay, Leute. Ja, okay, ich sehe gerade hier. Kalender 2008, November, Dezember. Das Verlassen hier ist natürlich schon 14 Jahre leer hier. So, jetzt gucken wir mal in dem Keller hier. Also hier ist wirklich kein Badezimmer, ne? So, das ist der Keller hier. Boah, hier haben wir irgendwelche Muscheln. Boah, Leute, Kalkon-Tabs. Jetzt gehen wir mal hier in den Keller rein, die Treppe hoch, Leute. Hier haben wir auch noch irgendwelche Gläser zum Einmachen, ne? So. Da ist die Heizung. Aber immer noch kein Badezimmer hier, ne?
Ich habe schon zu Aline gedacht, nicht, dass es hier nur ein Plumpsklo draußen gibt. Das kann natürlich auch sein. Oder draußen, ein extra Raum. Oder so. Ist die Toilette, ne? Ja, Leute, hier im Keller. Die Decke. Die Leute waren halt früher ziemlich klein, ne? Und ihr seht ja, ich kann hier nicht gerade stehen. Ich muss immer ein bisschen zurücklaufen. So, hier haben wir die ganzen Eimachgläser. Was haben wir denn hier? Das müssten Bohnen sein. Ne? Alles voller Bohnen. Erbsen haben wir hier, Pfirsiche könnten das, ja, das sind Pfirsiche. Ne? Alles so. Eimachgläser. Ne? Hier haben wir auch noch Wodka, Alkohol, Spirituosen. Was ist das denn hier? Boah, Leute. Ich will es gar nicht wissen. Ja. Auch Orangen. Orangenschnaps oder sowas. Naja. Dann haben wir hier noch den Heizungsraum. Okay, hier war wahrscheinlich die Ölheizung, ne? Könnte natürlich eine Ölheizung sein. So, Leute. Gehen wir jetzt mal wieder hoch. Ich sehe gerade noch einen Koffer. Brüssel steht da drauf. Aber kein Datum, vielleicht ist der mal von Brüssel gekommen. So Leute, jetzt gehen wir wieder los und gucken noch einmal. Sorry. Jetzt die Nachbarin. Er hat uns erwischt, wir müssen jetzt ganz schnell weg. So, Leute, jetzt schnell raus hier. Ich melde mich gleich am Auto. Bis gleich. Ja, Leute, wir sind jetzt raus vom Grundstück. Da ist das Haus. War wirklich sehr schön. Okay, wir wurden jetzt gestört. Ich denke mal, das war die Nachbarin. Vielleicht hat die uns gehört oder gesehen. Und dann würde ich sagen, ab zum Auto. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wir wären natürlich noch länger drin gewesen. Badezimmer hat uns noch gefehlt. Und ja, Leute, lasst ein Like da, Kommentar, ein kostenloses Abo nicht vergessen. Und bis zum nächsten Abenteuer. Ciao.